Ich bin ja Kommunikationswissenschaftler und deshalb interessieren mich alle Fragen rund um Medien besonders stark. Und wenn man sich anschaut, wie mit kurdischen Medien in Europa umgegangen wird, dann stellen sich einem auch wirklich große Fragezeichen. Wenn in der Türkei zu Recht kritisiert wird, dass Medien geschlossen werden, dass Journalisten inhaftiert werden, muss man kritisieren, das ist ein Skandal. Aber es ist wirklich auffällig, dass sehr viele Leute schweigen, wenn Medien, die aus Deutschland, aus Europa, aus Dänemark senden, die kurdische Medien sind und dann durch europäische Gerichte verboten werden, beziehungsweise durch die Länder, der in Europa verboten werden. Das ist eine ganz, ganz lange Tradition fast schon, muss man sagen. Es hat sich 1994 der erste kurdischsprachige Sender namens MedTV gegründet und sofort ist er ins Visier gerückt. Die Türkei hat alle diplomatischen und ökonomischen Hebel in Bewegung gesetzt, um zu erreichen, dass dieser kurdische Fernsehsender irgendwie verboten wird. Und 1999 in der Tat ist der Sender verboten worden. Danach hat sich ein neuer gegründet, MedyaTV, der konnte bis 2004 senden, ist auch verboten worden. Dann haben sich wieder andere Sender gegründet. Alle wurden verboten und in letzter Zeit, vor allem jetzt im Herbst 2016 und jetzt im Frühjahr 2017, tut sich eine Firma bei diesen Verboten besonders hervorheben, und zwar Eutelsat. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber der Welt. Über den laufen ganz viele verschiedene Sender, unter anderem auch diese kurdischen Sender. Und dieser Sender hat bereits im Herbst 2016 drei kurdischen Sendern, unter anderem Newroz TV, Metnuce und Ronahi TV, einfach so die Lizenz entzogen mit der Begründung, dass ansonsten die Geschäftsbedingungen für Eutelsat in der Türkei eingeschränkt werden. Sprich, sie könnten dann in der Türkei nicht mehr so viel Profit machen. Jetzt könnte man aus einem neoliberalen Verständnis heraus sagen, ja, man kann ja nicht in private Unternehmen eingreifen. Das ist aber kein privates Unternehmen. Der größte Anteilseigner von Eutelsat mit 26% ist der französische Staat. So, und diese Einschränkung der Medienfreiheit von kurdischen Medien, immer unter diesem Label, das sind terroristische Medien. Diese Medien machen Propaganda für Terroristen. Diese kritisieren. Man muss dann auch fragen, wieso dürfen denn dann türkische Medien weiterhin nach Europa senden, die wirklich Staatspropaganda bzw. Propaganda auch gegen Kurden machen. Ich bin nicht gegen Einschränkungen von irgendwelchen Medien. Ich will nur diesen Vergleich ziehen, um deutlich zu machen, dass hier ein Doppelstandard herrscht, der unerträglich ist.